Wenn Sie sich ein wenig für Mathematik interessieren, dann ist es eine schon fast kleine Sensation und aufregende Sache, herauszufinden, dass Spielbäume, wie zum Beispiel bei der Programmierung von Tic-Tac-Toe, und wenn Sie die Anzahl der generierten Möglichkeiten im Spielbaum durchzählen, etwas mit der Eulerschen Zahl zu tun haben. Die habe ich Ihnen hier hingeschrieben. E ist gleich 2,71828. Dann gibt es unendlich viele Nachkommastellen. Und diese Zahl hat etwas, genauso wie die Kreiszahl Pi, etwas ganz Besonderes in der Mathematik. Sie ist eine der Fundamentalkonstanten, die immer wieder in der Mathematik auftauchen. Das ist eine ganz besondere, wichtige Zahl. Und wer hätte es gedacht, die taucht auch in unserem Zusammenhang von Tic-Tac-Toe wieder auf. Wenn wir so ein Tic-Tac-Toe-Spiel haben, 3x3 Feld, nehmen wir so eine Spielsituation, X fängt an, dann Kringel, dann Kreuz. Dann kommt, um drei in Reihe zu verhindern, Kringel hierhin, Kreuz will jetzt die drei verhindern. Und Kringel hier, Kreuz da, Kringel da, Kreuz hier, haben wir ein Unentschieden. Wenn wir so eine Spielstellung systematisch durchrechnen wollen, ausgehend von einem leeren Spielbrett, dann haben wir anfangs, wie viele Möglichkeiten? Genau, neun Varianten, wie wir das Spielbrett befüllen. Also hier ein X oder wir machen das hier hin oder wir machen es hier unten hin rechts unten. Wenn wir das abzählen, hier oben haben wir eine Position und hier unten haben wir neun Stück. Wenn wir jetzt hier weiter ausgehen und uns überlegen, was ist jetzt möglich? X hat hier gemacht. Jetzt könnte Kringel hier hinsetzen, aber auch nächste Variante X. Kringel, upsa, Entschuldigung, daneben sollte es hin, bis letzte Möglichkeit, Kreuz hier, Kringel hier unten rechts. Wie viele Möglichkeiten sind es? Na, weil wir x schon besetzt haben, links oben bleiben noch 8 Plätze frei. Also hier haben wir 8 Möglichkeiten. Wenn ich das dafür mache, ist das genauso. Hier ist x dort, fange ich dort mit 0 an und mache so lange weiter, bis ich die 8 Varianten x hier unten dort den Kringel habe. Also auch wieder 8 Möglichkeiten und hier selbstverständlich ebenso x dort, Kringel dort, bis wir systematisch ausprobiert haben die Variante, wo der Kringel dort ist. Wir haben also jedes Mal 8 Möglichkeiten ausgehend von diesen 9 hier. Dann sind das also 9 mal 8 Stellungen, die wir dort auf dieser Ebene haben. Und jede dieser Stellungen erlaubt jetzt wieder 7 Varianten mir aufzuzeichnen. Also hier links, jetzt kommt das X dahin. Das ist eine von den 7 Möglichkeiten bis systematisch hier unten. Also 7 Möglichkeiten hier an dieser Stelle für jede dieser 9 mal 8, 72 Positionen, die wir haben. Das heißt, das ist 9 mal 8 mal 7. Danach gibt es 6 Möglichkeiten, die ich habe, wo ich wieder ein Kringel setzen kann. Und das gilt für all die 9 mal 8 mal 7 Möglichkeiten, sechs Möglichkeiten, den Kringel zu setzen. Also 9 mal 8 mal 7 mal 6. Sie ahnen, wie es weitergeht. Danach gibt es 5, dann 4, dann 3, dann 2 und dann nur noch eine Möglichkeit. Das geht also weiter, dieser Aufbau der Formel, bis zu 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5 und so weiter mal 1. So, jetzt haben wir auf jeder Ebene gezählt, wie viele Möglichkeiten gibt es. Und wenn wir jetzt die Gesamtzahl haben wollen, müssen wir das alles aufaddieren. Also diese Zahl, diese Zahl, diese Zahl und die Summe bilden. Dann haben wir die ganzen Positionen, die wir hier auf dem Brett durchlaufen haben, alle gezählt. Dafür jetzt ein kleiner Trick. 1 ist 9 Fakultät durch 9 Fakultät. 9 ist 9 Fakultät durch 8 Fakultät. Das hier ist 9 Fakultät durch 7 Fakultät. Na, Sie ahnen, wie das auch hier weitergeht. 9 Fakultät durch 6 Fakultät. Schauen wir uns das mal an dieser Stelle hier an, wie wir dahin kommen auf diese Formel.
Neun Fakultät, zur Erinnerung, ist einmal, zweimal, dreimal, vier und so weiter. Ich schreibe es nur andersrum. 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal und so weiter mal 1. Die 6. Fakultät ist 6 mal 5 mal 4 und so weiter mal 1. Wenn wir das untereinander teilen, durcheinander teilen, dann können wir kürzen. Und was bleibt übrig? 9 mal 8 mal 7. Das ist genau das hier drüben, was wir stehen haben. So, und jetzt können wir das hier so weitermachen. Das ist 9 Fakultät durch 5 Fakultät. Und hier unten bleibt übrig 9 Fakultät durch 0 Fakultät. 0 Fakultät, nicht vergessen, 0 Fakultät ist gleich 1. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was wir hier gemacht haben, systematisch gemacht haben, dann bildet sich folgende Formel heraus, folgendes Bildungsgesetz. Das ist nämlich die Summe aus 9 Fakultät, das haben wir immer oben im Zähler gehabt, hier, überall steht 9 Fakultät, durch, und das nenne ich jetzt mal K-Fakultät, und K fängt an, bei 0 geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also bis 9. Also sagen wir, wir bilden die Summe aus, K geht von 0 bis 9. Das sind genau die ganzen Terme, die wir hingeschrieben haben. Die werden aufaddiert. Und jetzt können wir natürlich 9 Fakultät als Konstante rausziehen. Ist mal die Summe von k gleich 0 bis 9 durch 1 mal, über 1 durch k Fakultät. Und wenn Sie jetzt ein bisschen aufmerksam sind und in Wikipedia zum Beispiel nachgeguckt haben, dann werden Sie feststellen, na, das hier ist meine Eulersche Zahl. Zwar nicht exakt, sondern nur in Annäherung. Wir müssten, wenn wir korrekt sauber die Begründung fahren wollen, damit wir auf die Eulersche Zahl kommen, müssten wir das Spielbrett zum Beispiel hier vergrößern. Wir müssten nicht 3 mal 3, wir könnten auch sagen, wir nehmen ein 4 mal 4 Spielfeld für ein anderes Spiel oder ein 5 mal 5. Und das, die Anzahl, also hier 25 oder da 16 oder da 9, das ist unser n. Das halten wir mal variabel. Also können wir auch schreiben statt 9 n. Und dann lautet die Formel mal Summe aus k gleich 0 bis jetzt nicht 9, sondern bis n. Das ist 1 durch k-Fakultät. Und wenn Sie in Mathebüchern nachschauen oder eben Wikipedia, dann können Sie nachlesen, dass das hier die Definition der Zahl e ist, also der Eulerschen Zahl. Die Varianten, die wir jetzt also alle hier gezählt haben, da, die ganzen Positionen in einem Spielbaum, die Anzahl dieser Positionen ist also gleich n mal, also n Fakultät mal e. Eine wunderbar einfache Formel. In dem Fall setzen wir 9 ein, also 9 Fakultät mal e. Und das gibt uns die Anzahl der Positionen in einem Spielbaum. Und das ist wunderbare Mathematik.